Oft, wenn es um Tiny House geht, dann reden die Leute von so Komfortzonen verlassen und so die gewohnten Muster verlassen. Und ich glaube, das ist alles Käse. Das funktioniert so nicht. Ich glaube, was man der Komfortzone so ein bisschen falsch versteht oder was ich immer wieder so lese, ist, wenn man sich in einem bestimmten Bereich wohlfühlt und dann irgendeinen Schritt möchte machen, dann redet man immer so den Schritt aus der Komfortzone raus. Und das wird oft so betitelt oder oft so beschrieben, dass man sagt, so, man muss einfach so den einen Schritt machen und dann ist man aus dieser Komfortzone raus und dann ist es eine ganz neue Welt. Und das glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass wenn man einen Schritt macht, dass es dann so, ui, jetzt habe ich plötzlich all die Möglichkeiten auf dieser Welt. Sondern ich glaube vielmehr, Komfortzone ist dort, wo wir uns wohlfühlen und dort, wo wir uns auch etwas gewöhnt haben. Ich glaube, jeder Mensch hat das und die ist unterschiedlich gross. Was ich aber glaube, ist, dass man diesen Bereich ausweiten kann. Und das ist nicht ein Schritt, den man dann macht, sondern das ist einfach, man geht vielleicht näher an die Grenzen ran. Man macht einen kleinen Schritt, nähert sich mit einem Gedanken, mit einer Idee. Und durch das wird der Bereich, wo man sich wohlfühlt, auch viel grösser. Beim Tiny House, glaube ich, ist es nicht so, dass man die Komfortzonen einfach verlässt und sich dann ein Tiny House kauft. Und dann ist man gerade wohl und weiss, jetzt bin ich an einem Bereich, wo sich so das Leben ganz neu abspielt. Ich glaube, es ist viel mehr Komfortzonen verlassen, fängt in dem Moment an, wo man sich anfängt mit dem Gedanken beschäftigen von einem Tiny House, wo man sich mit dem Gedanken anfängt an beschäftigen von Reduzieren, von alternativem Leben. Und mit der Beschäftigung mit diesen Gedanken, mit diesen Ideen, wird vielleicht der Bereich, wo man sich wohlfühlt, auch viel grösser. Und ich glaube, das hat nicht etwas mit dem Tiny House zu tun, sondern es hat etwas mit allem zu tun. Also wenn ihr irgendwo merkt, ihr seid festgefahren und ihr möchtet etwas verändern, dann ist das nicht ein Schritt, den ihr machen müsst, sondern vielmehr spielt mit Gedanken, spielt mit Ideen und nähert euch dieser Vorstellung an, die ihr habt. Und durch das wird so der Bereich viel grösser. Was aber stimmt, ist, wenn man mal aus so einem Trott, sage ich jetzt mal, rauskommt und etwas wagt und einfach mal etwas probiert, vielleicht auch mit der Sicherheit, dass man wieder zurück kann ins Alte. Ich glaube, die Schritte, die kleine Annäherung an die Grenzen, das sich selber pushen, das bringt einem extrem weiter und das lohnt sich zum Ausprobieren.